Was ist passiert? Ist da jemand? Kalt. Komm ich hierher? Oh, oh Gott, ist das kalt. Scheiße, mein Körper. Du bist so dumm. Evelyn, wie kann das sein? Du bist tot. Tot? Ich meine, Miranda, sie... Nein, ich muss Rose retten. Falsch! Es war nicht Miranda. Du warst immer tot. Was redest du da? Ich kann doch... Siehst du, nicht Miranda war es. Fandest du es denn gar nicht komisch? Bei allem, was du einstecken musstest? Erinnere dich. Vor 3 Jahren, bei den Bakers. Jack hat dich getötet. Du bist tot. 3 Jahre schon. Das ist unmöglich. Nein, das... Du solltest gar nicht mehr hier sein. Auf mit dem Scheiß! Du solltest nicht leben. Fick dich! Was bin ich dann? Rose! Mia! Verstehst du es jetzt? Dein ganzer Körper besteht aus Schimmel. Du wirst deine Familie nie wiedersehen. Familie? Familie? Nein, nein. Rose, ich muss meine Tochter retten. Du bist schon lange tot. Tot. Ich werde Rose retten. Na, genug geschlafen? Wo bin ich? Mein Wagen, Ethan. Du hattest einen Albtraum. Duke? Dein Kampf gegen Heisenberg war eine Augenweide. Aber dass Miranda sich zeigen würde... Wie lange war ich weg? Es dämmert bald. Duke, helfen Sie mir.
Ich muss zu Miranda. Ich weiß, deshalb sind wir schon auf dem Weg. Wir sollten bald da sein. Danke. Aber Ethan, bist du dir auch sicher? Dein Körper, naja, fällt auseinander. Ja. Das war dumm von mir. Apropos dumme Fragen, wer, was sind Sie? Da bin sogar ich überfragt. Wir sind da. Ich schulde Ihnen was. Also, Ethan, ich befürchte, du wirst nicht in deine alte Welt zurückkehren können. Bist du bereit? Ja, ich muss es sein. Dann mal los. Wie jetzt? Ja, das war mal eine Plotbombe gerade, wa? Wir sind tot. Wir sind tot, Alter. Jack hat uns damals getötet. Wie geht das? Wie kann ich da noch ein Kind zeugen? Ja, warum hat der Kinder mitgekriegt? Wieder unter ständiger Beobachtung sind. Na, dann lass uns mal. Ich kann aber nicht rein. Okay, hier sehe ich jetzt zum ersten Mal so richtig den... Oh Gott, ja. Was? Lasst mich in Ruhe. Ich bin ja trotzdem wirklich noch da und bitte. Fallen wir jetzt aus. Ah, jetzt kann ich ein bisschen besser rennen. Weißt du was? Weg. Weg. Kurzen Prozess mit euch, Freunde. Ah, meine Eva. Meine wunderschöne Tochter. Komm zu mir. Eva, bist du es? Oh, ich habe dich so vermisst. Oh. Was? Meine Kräfte verlassen mich. Rose! Miranda! Interessant. Dein Körper. Wirklich erstaunlich. Gib mir Rose. Sofort! Du wirst sehen. Sobald du ausradiert bist, wird... Ethan, jetzt! Los! Ich habe mein Leben für diesen Moment geopfert. Und du willst ihn mir einfach wegnehmen? Ich nehme, was mir zusteht. Mein Wunsch wird sich erfüllen! Nein. Rose ist mein! Ach du Scheiße! Du hast deinen Zweck erfüllt, ihn. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyceten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen um die kleine Rose. Bei mir wird sie glücklich sein, das verspreche ich dir. Oh shit. Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar. Ich jetzt dich einfach nur abschießen oder? Ich lass dich nicht davonkommen. Gib ihr. Bitte, Ethan, quäl dich. Du weißt, was es bedeutet, sein Kind zu lieben, oder nicht? Auch ich liebe mein Kind! Wann verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht deins! Aua! Kurz nachladen. Oh, einmal kurz heilen. Sehe ich gerade. Genug der Spielchen! Lad doch nach!
Loyalität hat mich aus der Verzweiflung gerettet, mir unsagbare Macht verliehen. Ja, klar. Und dich komplett austicken lassen. Wow. Wo bist du? Hinter mir. Alter! Oh, großer Mega! Das ist ja apokalyptisch aus, ey. Warte mal. Haben wir noch Granatwerfer? Jawohl. Kommt noch Munition. Die Magnum. Oh ja, stimmt, die Magnum. 3 Schuss wenigstens. Ja. Lights out. Wo bist du? Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir den Ding überlässt. Schlaf jetzt, Eve. Ich schlafe jetzt. Den Teufel werd ich. Sag dich. Stirb, 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 stirb. Oh, einen Schuss habe ich noch für dich. Halt dich mal. Ich werde meine Tochter wiedersehen! Jetzt habe ich aber, glaube ich, keine Heilung mehr. Ich verstehe deine Gefühle, Ethan. Da bist du. Das tue ich wirklich. Aber jetzt. Ja, wir haben mal schön gesessen. Wenn ich Rose mit dem Megamyzeten vereine, wird meine Tochter sich mir endlich zeigen. 100 Jahre habe ich gewartet. 100! Nur für diesen Tag! Warum? Warum stirbst du nicht? Warum stirbst du dich? Halt still! Halt still! Wow! Warum die Flugattacke ist relativ noch entspannt irgendwie. Meine Tochter, du krankes Miststück. Das ist dein Ende, Ethan Winters. Nur um wirklich sicher zu gehen, verfüttere ich dich an den Megamyzeten. Du sollst ein für alle Mal verstehen. Hast du noch? Ich habe jetzt gerade unendlich Munition anscheinend. Und ich habe keine Medizin, glaube ich, mehr. Rose! Shh. Alles gut, Rose. Alles gut. Ethan! Ethan! Komm schon, Ethan. Komm schon, Ethan, wach auf! Oh nein. Chris. Ethan. Das war's. Es ist aus. Das war's wohl für beide von uns. Ethan, wir müssen los. Thank you.
Komm weiter, Ethan. In dem Ding ist eine Bombe, die das ganze Dorf hochjagt. Sieh mich an. Wenn ich hier drauf drücke, sind wir besser weg. Verdammt. Mia wartet auf dich. Sie lebt, hörst du mich? Sie lebt. Mia, es tut mir leid. Ich liebe dich. Pass auf, Rose, auf. Hey, hey. Hey. Sag ihr das selbst. Komm schon, es ist nicht mehr weit. Pass auf sie auf. Ich vertraue dir. Verflucht! Wiedersehen, Rosemary. Ethan. Los, los, bring uns hier raus. Warte, wo ist Ethan? Schneller, wir müssen sofort weg. Nein, ohne meinen Mann gehe ich nirgendwo hin. Mir hinsetzen und anschneiden. Nicht bevor du mir sagst, wo Ethan ist. Er würde uns nie im Stich lassen. Sag mir, was los ist. Wo? Was war das? Ich sagte, setz dich hin. Nein. Wo ist er? Chris? Was hast du getan? Er ist tot. Ich konnte... Er ist geblieben, damit wir fliehen können. Tut mir leid. Boss! Sieh dir das an. Die BSAA hat keine Soldaten geschickt. Das ist eine Biowaffe. Was haben die sich gedacht? Wie lautet der Befehl? Versammel den Rest des Teams. Dann zur europäischen BSAA-Zentrale. Dafür werden sie bezahlen. Alter. Ja. Was für ein Ende, ey. Was? Also, böse. Muss man erstmal alles einsortieren, ey. Benni, komm, hau mal was raus. Wir sind deine ersten. Kann dazu nicht wirklich viel sagen. Also, also von der Story her, mehr Fragezeichen am Ende, leider. Also für mich. Ich muss aber dazu sagen, auch, dass ich die anderen Resident Evil Parts nicht so ausgiebig kenne, wie ich gehe jetzt mal von aus von wie Steve. Ansonsten vom Setting her, also sprich spielerisch sowie optisch und auch die Atmosphäre, kann ich nur sagen, es ist das Spiel top, mega. Also da haben die sich wieder selber übertroffen.
Man hat Ruhephasen, man hat Huntingphasen, man hat auch witzigerweise Ballerphasen. Ist jetzt nicht so, dass es reinweg wirklich Horror ist die ganze Zeit, sondern dass du auch eben halt mal ein bisschen entspannen kannst. Du hast eben halt auch was für die Leute, die ein bisschen mehr Shooter haben wollen. Und ja, vom Setting her ganz geil gemacht. Das finde ich cool. So, wie gesagt, die Story selbst, ja, das muss jeder für sich selbst interpretieren. Eins, was ich jetzt erstmal dazu sagen kann, ist, dass das halt einfach gigantisch inszeniert ist. Also, letztendlich war ja über die Story jetzt, glaube ich, noch nicht so viel im Vorfeld klar, außer dass es halt um Ethan Winters geht, der ja eigentlich vorher halt ein gesichtsloser Held war irgendwie. Man wusste halt vor Resident Evil Village, vor Resident Evil 7 nicht, wer Ethan Winters ist, und man wusste auch danach nicht, wer Ethan Winters ist. Also man kann halt wirklich sagen, dass jedes Haus war unterschiedlich und jedes Haus hat eine gewisse Komponente, für die wahrscheinlich Leute Resident Evil mögen, auch dargestellt. Ich fand's ein gelungenes Spiel, wirklich. Also, es ist toll. Für sich so ein Standalone-Ding irgendwie. Es war mega. Es war ein mega inszeniertes Spiel. Ich denke mal, dass halt auch einfach für 2021 das halt einfach mal erstmal so die Granate war, die die Messlatte relativ weit nach oben packt. Wir waren gütig, doch du wurdest gierig, fauchte sie. Nun gib, was uns zusteht. Und sie sperrte das Kind in einen Spiegel. Doch bald erschienen ihre Eltern, die verzweifelt nach ihr suchten. Zorneserfüllt stellte sich der Vater der Hexe, während Mutters sanfte Hände den bösen Zauber vertrieben. Doch die Hexe war stark. Der Vater rief, rette unsere Tochter! Und so ließ die Mutter den Wald hinter sich, das Kind in Sicherheit. Auch heute erinnert der verkohlte Wald an das Opfer, das der Vater erbrachte. Und bis heute träumt jedes Kind, das zu lang in die wüste Landschaft blickt, wie es sich beim Beerenpflücken ganz allein im Wald verläuft.